So, dann herzlich willkommen zum nachbörslichen Analyse-Format von JFD Brokers. Nachdem der DAX heute Morgen volatil losgelegt hat, war natürlich bedingt durch den Nichthandel der US-Börsen etwas Lethargie im Markt. Doch schauen wir doch gleich das Bild an. Doch zuvor ein Blick auf die Kursliste. Die Henkel steht ganz unten in der Liste mit der Deutschen Bank und der Commerzbank. Oben ist die Adidas-Aktie. Hier hat es einen Vorstandwechsel gegeben. Von Henkel ist der gegangen und ist zu Adidas rüber gewechselt. Wird die nächsten 3 bis 6 Monate dann vonstatten gehen. So, und dann schauen wir das Bild an im DAX. Hier konnte der DAX zunächst wie erwartet ansteigen, konnte leider das Kursziel eben nicht erreichen und fiel dann fast wieder wie den Stein unter dieses Tief vom 15.01. Und ab da lief es dann wieder leicht nach oben und konnte hier kurzfristig nochmal die 9600-Punkte-Marke fast erreichen. Dann wieder ein kleiner Abverkauf und gegen Ende nochmal ein Anstieg bis auf 9570. Also die erste Stufe mit mindestens einem Schlusskurs von 9600 hat er nicht geschafft. Idealerweise wäre es natürlich 9650 Punkte mit einem Schlusskurs gewesen. Aber dann schauen wir eben den Tageschart an. Und den Wochenchart. Hier ist es eben die Hoffnung, alles was jetzt kein neues Tief gemacht wird, kann natürlich dann zu einer Aufwärtsbewegung führen. Bis eben wie heute Morgen geschrieben, ja, 9.969, hier etwa ein Gap Close. Jetzt sind wir eben in der Stunde unterwegs, scheiterte dann wieder an der Unterkante des Rainbows. Und ja, hier wäre natürlich eben auch den ersten horizontalen Widerstand bei 9650 zu benennen. Und dann, ja, 9700 wäre hier der EMA 38. So, hier US-Markt fand ja nicht statt. Deswegen werden wir noch kurz auf die ganzen Setups schauen, die ich heute veröffentlicht habe, unter anderem auch auf dem Godmore Trader. Und ja, wie Sie mich kennen, ich bin noch bullish für die Märkte, beziehungsweise einfach für den Pullback. Die Chartmarken haben noch gehalten, die ich die letzten 1-2 Wochen ausgemacht habe. Und wieso sollte ich jetzt, klar ist es eine prekäre Situation, aber wie viele Chartbilder haben die Kurse wichtige Unterstützungen erreicht und sollten in dieser Woche eben drehen und beziehungsweise eine bullische Wochenkerze auf das Parkett zaubern. Ich habe jetzt hier eben einige deutsche Werte mitgebracht und ein paar aus anderen Basiswerten. So, ich war gerade nur abgelenkt, da hat gerade das Telefon geklingelt. Also, fangen wir mit den Werten an, die wir schon kennen kurz. Ja, hier ist eine Amazon zu benennen, hat hier das Gap nicht ganz geschafft zu schließen, aber auch hier sind noch zwei wichtige Unterstützungen da, die aber vermutlich eben, wenn die Nasdaq dreht, eben nicht mehr erreicht werden. Die Apple-Aktie habe ich heute neu vorgestellt, für mich auch sehr wichtig, dass eben die Aktie über 92 Dollar sich hält und alles eben erstmal gedacht mit einem Pullback-Szenario bis an den. Hier ist es eben der EMA 10 im Wochenchart. Und
Und sonst sind es eben auch meistens EMAs bzw. halt horizontale Widerstände. Die Royal Dutch bleibt, obwohl sie hier unter den Stoppkurs gefallen ist, für mich weiter interessant. Sobald sich hier wirklich eine bullische Kerzenformation ausbildet, kann man hier auf den Zug aufspringen, weil auch der Ölpreis, und den habe ich eben auch mitgebracht, Brent, solange er eben unter 29,70 verharrt, ja, kann er im Prinzip noch weiter fallen, aber hier ab dieser Marke sollte es dann zu Short-Eindeckungen kommen, zu blitzartigen. Deswegen die Marke ist direkt gewählt. Dann haben wir hier die Amazon, die Royal Dutch, Continental habe ich noch mitgebracht und die Bayer. Hat sich da hinten noch was versteckt? Nein. Zu der Bayer, da gab es eben auch schon zwei Kauflimits. Den Chart werde ich in der nächsten Sitzung nochmal aufrufen. Also auch hier war das eben für die Wochenanalyse exakt hier an dem EMA 200 Wochenchart. Könnte es hier eben jetzt bullisch nach oben gehen. Und genau diese Setups gibt es hier nicht nur im DAX, wie hier bei der Daimler, sondern eben auch bei MDAX-Werten. Hier ist zum Beispiel eine Dürr, steht noch knapp davor, aber hier trete der Markt immer knapp darüber. Deswegen ist es auch hier, wäre möglich, natürlich nicht ganz anzulaufen. Also die Aktie soll über 59 Euro handeln, dann kann es hier schön bis 72 gehen. Ein anderer ist noch die Achse Springer. Hier gab es eben auch zwei bullische Abpralls an dem EMA 200. Und hier erreicht der Kurs eben auch fast diesen Wert. Und als letzten habe ich noch die Brenntag mitgebracht. Hier ist es auch sehr offensichtlich. 1, 2, 3. Und aktuell kann es hier vielleicht eine Hammerformation geben. Deswegen ist der Stopp auch leicht unten. Also die Stopps sind jeweils auf Wochenschlussbasis benannt und jeweils eben nur einen Abpraller nach oben erstmal. Weitere Kursziele sind hier eben auch noch nicht auszumachen. Aber nicht auszuschließen, sowieso nicht. Und dann eben der letzte war die Heidelberg Zement. Das war jetzt kein EMA 200 Setup direkt, sondern für mich hier eher auf diesen horizontalen Widerstand aufbauend. Und auch die inneren Strukturen, dass hier noch ein Tief kommen kann, aber nicht unter dieses letzte Low. Danke fürs Zuhören und bis morgen.